Pakete auspacken, Mann! Es ist mal wieder Zeit, übertrieben schwere und große Pakete hier auszupacken. Und hier ist etwas drin, auf das warte ich schon. Das ist das Paket, auf das habe ich schon ewig gewartet. Wirklich, schon ewig. Ich habe so lange auf dich gewartet, Mann! Dieses Paket kommt von Gearbest. Grüße gehen raus an UPS für diese geile Behandlung dieses Objekt. Meinst du, das aushält? Ich habe schon mehr Folgen davon gedreht, sind alle da oben verlinkt. Paket auspacken mit mir ist wirklich eine ganz entspannte Nummer. Könnt ihr das? So, ich brauche jetzt eine... Ja, okay. Damit kann man auch wohl Pakete öffnen, gar kein Problem. Hier drauf stehen 13 Kilo. Wenn das 13 Kilo sind, dann bin ich Arnold Schwarzenegger. Ey, das ist schon auf! Das ist schon auf! Ey, das hat einer aufgeschnitten. Da sind Schnittspuren. Ihr kleinen Ficker von UPS, ja? Guckt hier also einfach rein, ja? Oh, ich drehe gerade den Jahresrückblick und habe gesagt, das schwerste Paket war mein fucking PC. Aber was ist damit? Hier ist ein verschissener Scooter drin, Mann. Entspann dich mal bitte ganz kurz. Ganz kurz entspann, Alter. Die ganzen Ladies da draußen, wenn ihr mal eine Mitfahrgelegenheit haben wollt. Instagram findet ihr natürlich in der Beschreibung. Jetzt mal ohne Scheiß, folgt mir da jetzt endlich mal. Oha, das ist ja voll groß. That's what she said. Boah, ist das ein Oschi, Mann? Shit! Ah, er ist schon mal klapper. Da zieht der Typ sich einfach einen Scooter. Ist er denn geisteskrank? Der passt ja perfekt. Auto ist kaputt. Ich bekomme meinen Roller. Kann ich jetzt mit einem Roller einkaufen fahren? Ist gar kein Problem. Oh nein. Ein chinesisches Plug. Was mache ich denn da nur? Huch, ich habe mich ja schon vorbereitet. Junge, ist das die Bibel? Ist das die Ninebot-Bibel, Alter? Ich wäre ja nicht, guckt euch mein Zimmer an. Fällt euch hier irgendwas auf? Genau. Das Ding ist kein normaler Roller. Das Ding ist ein LED-Roller. Da kenne ich persönlich nichts. They see me rolling. Hey, hey, hey. Oh, shit. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Obwohl, ihr seht das alles gar nicht. Normalerweise steht hier ein Schrank, genauso wie dieser. Ist einfach mal jetzt gar nichts mehr. Ich habe meine komplette Fensterbank voll mit Paketen. Und die können wir jetzt sogar öffnen. Ich habe sogar mein Messer wieder gefunden. Ist das nicht schön? Jetzt verstehe ich, warum manche Leute Spaß am Töten haben können, Alter. Das schneiden wir raus. Was ein XXL-Paket. Was könnte hier drin sein? Oh mein Gott. Es ist Wäschebezug. Ich habe mir einfach mal Bettwäsche geholt, weil meine hat schon ungefähr so ein großes Loch drin. Paket Nummer 2 hätte ich niemals gedacht, dass ich das von dort holen werde. Die ein oder anderen haben es jetzt wahrscheinlich schon gesehen. Hier drin ist etwas, das wird euren LED-Gaumen wirklich vergewaltigen. Ich habe lange überlegt, ob ich mir das holen soll und ich habe mich jetzt... Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, sie doch zu holen. Ah, yeah. Diese Messer schneiden doch nicht mehr so, wie sie es früher mal getan haben. Nano Leaves. Jetzt kann ich hier durch den halben Raum fahren, geil. Ich habe mir Nano Leaves geholt. Übrigens werde ich für keine der Produkte hier bezahlt, die ich vorstelle, ne? Eigentlich traurig. Viele von euch kennen die, das sind wahrscheinlich die stärksten LED-Panel, die es momentan auf dem Markt gibt, obwohl Nanoleaf ja jetzt auch schon so viereckige Versionen rausgebracht hat. Ich muss mal gucken, wie die aussehen. Außerdem, wenn die kaputt sind, kann ich dann so beweisen, dass ich die nicht kaputt gemacht habe, sondern dass die kaputt angekommen sind. Finde ich cool, wenn man seine Pakete so verpackt, das hat Stil. Die sind ja richtig groß. Damn. Die sind so groß wie mein Kopf. Ich habe mir jetzt die 9er Variante geholt. Oha, die können bestimmt richtig schnell kaputt gehen. Also Nanoleaf, ne? Ich muss sagen, was ist das? Jetzt haben wir uns die mal angeguckt. Zwei Pakete haben wir noch. Ich weiß nicht, habe ich eine Sucht oder so? Meine arme Postbotin, ey. Stimmt, ein Paket habe ich euch gar nicht gezeigt. Obwohl ich euch das wohl gezeigt habe. Vorhin, wo ich die Kamera geschwenkt habe, habt ihr zwei große Pakete gesehen. Zu denen kommen wir gleich noch. Oh, da geht mein LED-Herz auf. Da geht mein LED-Herz auf. Das Teil war scheiße teuer. Und das Teil ist die günstige Variante davon. Wird auch mal Zeit, dass ich hier mal ein paar LEDs aufstocke. Also dieser Kleber hier, der ist ja absolut minderwertig. Hier ein Wireless Charging Pad. Die ist ja voll klein. Aber
Es gibt ja diese LED-Kugeln, die aus Kunststoff sind. Die hier ist aus Milchglas, aus einem ganz bestimmten Glas. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Sogar noch ein Griff dran. Dann kannst du die mal irgendwo hinhängen, als spontane LED-Leuchte. Oder du stellst sie einfach irgendwo hin. Zack. Und schon hast du ein portables LED-Licht. Ist doch eigentlich voll geil. Für den Preis von 44 Euro weiß ich jetzt nicht, aber die Nanoleafs alleine haben 170 gekostet. Was ist das denn? Das Logo ist verpixelt auf der App. Effekte, Junge, jetzt geht's ab. Blink, ich will Regenbogen. Oha. Pulsieren ist doch mal geil. Blinken? Junge, das sieht eher so aus, als wäre das kaputt. Kommen wir zu dem etwas kleineren Paket. What? Ey, hier ist schon wieder alles voller Pakete, ne? Das ist ja krass. Ich habe mir einen Drehmotor geholt. Brauche ich für die Videos. Boah, der ist aber echt ziemlich klein. Ich habe mir den eigentlich größer vorgestellt. Aber naja, da kannst du deine Uhren drauf tun oder irgendwas, was du vorstellst. Und da dreht sich dann so langsam in verschiedenen Geschwindigkeiten. Und das macht es mir einfacher beim Filmen. Oh yeah, da ist der große Bruder. Tada. Und hier haben wir einmal die günstige Variante einer LED-Spare. Die hat sogar einen Schraubaufsatz. Die kann man auch wo draufschrauben. Junge, Rasengan, da kenne ich nichts. Wenn du Bock hast, irgendein Kind zu schlagen, gar kein Problem. Du kannst deinen Frustierer auslassen. Really? Woher soll ich denn jetzt kleine Batterien kriegen, Mann? Ah! Verdammt, das ist ja gar nicht meine Bettdecke, die ich mir holen wollte. Ich habe mir Monitorhalterung geholt. Was bringt mir einen neuen Tisch ohne eine Monitorhalterung? Ey, der Monitor dort steht auf einer verdammten Mülltonne. Halten bis zu 27 Zoll. Und da vorne zurück ist ein großes Paketchen und ein etwas kleineres. Nur heute Abend präsentieren wir ihn exklusiv auspacken mit Angel. Hallo, das ist wohl los, Mann. Ach egal, mit dem Mikrofon wird es jetzt immer ein bisschen schwieriger. What the frick? Oh mein Gott, ist das eine schöne Platte, Mann. Gerade aufgeräumt hier, alles für den Arsch. Die Platte ist so groß wie ich, voll geil. 32 Kilo. Voll geil. So, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen weniger interessant, einen Tisch zusammenzubauen, aber das ist ein besonderer Tisch, denn den kann man hoch und runter fahren. Und da gab es zwei Optionen für mich, entweder nämlich die zum Kurbeln. Dann hätte ich den Tisch von 60 cm, der ungefähr jetzt diesem hier entspricht, also quasi Sitzhöhe, verstellen können mit einer Kurbel bis zu 120 cm. Also zu einem Stehtisch umwandeln, was voll geil ist. Und natürlich die elektrischen Variante, die ich glaube 3 oder 4 cm weniger hat. Und ich habe mich, für welche habe ich mich entschieden? Ihr dürft jetzt entscheiden. Das macht sowieso keiner. Ich habe mich für die Kurbelvariante entschieden, weil die immerhin 200 Euro günstiger ist und weil ich so meinen Bizeps trainieren kann. Denn der hat es auch bitter nötig. Da bin ich wieder. Ist ein bisschen Zeit vergangen und das ist das Resümee. Tisch ist da und die Leuchtkugel funktioniert auch. Kugel funktioniert und die ist wirklich hell. Die hat sogar verschiedene Modi und sogar diesen beliebten Fade-Regenbogen-Modus. Jetzt wechselt die Farbe immer alle paar Sekunden, was echt cool ist. Und Leute, die ist wirklich hell. Ich habe ja zwei davon, ne? Die eine ist ja aus Glas und die ist, Alter, die hat unser ganzes Badezimmer erhellt. Mach ich einfach den hier und der Tisch geht runter. Oh yeah, aber... Da wir es gerade 1 Uhr nachts haben, werde ich es, glaube ich, mal lassen, den Tisch weiter zu bewegen. Ich muss sagen, der Tisch hat mich echt positiv überrascht. Da habe ich nochmal 2 Euro gespart und kann auch mein Bizeps hier ein bisschen trainieren. Ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation. Vorhin in den Nanoleafs reingeguckt. Komplett blind geworden, wirklich komplett blind geworden. Neues Office. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich stehe auch jetzt gerade an meinem Stehtisch. Ich muss mir irgendwas noch mit dem Mikrofon einfallen lassen, weil ich bin zu weit weg. Ein einziges Paket haben wir noch. Aber bevor wir dazu kommen... Die Nanoleafs sind jetzt angebaut und sie sind mir einmal abgefallen. Gestern, 3 Uhr nachts, ich chill mit Dennis, aka Schimmer Media HD, auf YouTube. Könnt ihr gerne mal abchecken. Und wir haben uns um ein Projekt gekümmert und mitten im Videocall reißt einfach mal die ganze Wand ein. Nanoleafs auf dem Boden überall verteilt.
Jetzt habe ich die Dinger festgenagelt. Also jetzt bewegt sich da gar nichts mehr. Grüße gehen raus an das Haus hier und an diese wunderbaren Wände, die sich bei Kälte und Hitze so sehr auseinanderziehen und ausdehnen, dass hier nichts hält, Mann. So, und wir haben hier das letzte Paketchen. Natürlich wird das alles nicht so bleiben, wie es jetzt hier ist. Ja, jetzt habe ich mich doch dazu entschlossen, sie mir zu holen. Fragt mich, warum ich gerade so enthusiastisch bin und so gehypt. Aber ich habe ein neues Office, was soll ich sagen, ne? Ist dieses Ding hier eine Verteilersteckdose. Genau da ist schon eine Kabeltrommel aufgebaut, aber ich habe mir jetzt einfach mal einen Verteilerturm geholt. Jetzt mal gucken hier. Aha. Die sieht ja massig aus. Habe ich schon wieder diese Ränder hier? Ich habe gerade schon wieder Hähnchen gegessen. Manchmal habe ich dann hier noch so Abfärbung. So, ich habe mir einen Verteilerturm geholt mit 2, 4, 6, ich glaube 8 Steckdosen und USB-Eingängen an jeder Seite. Damn, ich kann hier einfach rumlaufen. Kann hier einfach, wie PewDiePie, achtet bitte nicht auf mein Outfit, kann hier einfach rumchillen. Es wird zu meinem Zimmer, was ich jetzt umgestellt habe, ein Vorher-Nachher-Vergleich geben. Es wird katastrophal. Es wird wirklich Next-Level-Shit. Oben ist eine Abstimmung. Könnt ihr gerne dran teilnehmen. Und lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was sich hier noch verändern kann oder soll. Übrigens sind alle Sachen in der Beschreibung verlinkt. Und wisst ihr eigentlich, was das Allerheftigste ist? Nix.